Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Odin war shoppen. Der Kater ist auch gekommen. Der will euch auch Hallo sagen. Ne, der will eigentlich nur gestreichelt werden. Und ein bisschen im Rampenlicht stehen. Die ganze Zeit kommt er nicht. Die ganze Zeit liegt er auf der Couch und pennt. Und kaum sieht er, dass ich die Kamera hier aufs Stativ stecke, zack, kommt er an. So, aber, leg dich mal hin, so. Wir haben ein bisschen was. Es war ja Prime Day. Und es war ja heiß, da bin ich halt nicht dazu gekommen, rechtzeitig die Videos zu machen. Deswegen mache ich es jetzt. Mit den Sachen, die ich beim Prime Day gekauft habe und davor gekauft habe. Ich habe eine Sache oder zwei Sachen mit bei, die weiß ich nicht, ob ich die in dem Video davor schon mal gesagt habe. Habe ich einfach nochmal mit drin genommen. Doppelt hält besser. Einmal habe ich mir gekauft so einen Nasssauger. Na, Sauger nicht, also so ein, ja, so ein Boden, na, so ein Wischmopp in heiß und elektrisch. Ja, da seht ihr hier. Der hat auch nur einen relativ kleinen Wassertank, der hier oben dran ist. Ja, so, also das ist nicht viel, was darin passt. Aber erstaunlich, was der leisten kann. Und der hat auch noch jede Menge Aufsätze. Willst du doch weg? So, ich habe noch drei. Also eins ist ja logischerweise dran am Sauger. Und drei extra Kissen zum Reinmachen habe ich noch. Ich habe das eine habe ich schon gewaschen, also praktisch mit in die Waschmaschine gemacht. Dann haben wir hier noch einen Wasserbehälter, also um Wasser darin zu gießen, das geht aber auch so. Ich hole das mal alles hier raus. Ja. Und hier nochmal so ein extra Wasserfilter, der war auch mit bei. Dann so ein Schiebeteil. Ja. Da kommt da unten der heiße Dampf raus. Und ja, muss man mal gucken, den habe ich noch nicht probiert. Dann haben wir einen Spachtel. Der kommt dann darauf und dann kommt hier heißer Dampf raus und dann kann man. Dann eine kleine Düse für um die Ecke, um Rillen frei zu machen. Dann, hoppala, eine runde Bürste. So eine kleine. Und dann war noch eine mit bei, die noch ein bisschen schmaler ist. Die habe ich schon benutzt. Die hat, wurde auch, die ist auch ganz schön verformt schon durch den heißen Dampf. Also ich habe nur die die Fliesen so ein bisschen gemacht und wollte mal ein bisschen testen. Ja, und das hat sich, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, hat sich hier schon ganz schön durch den heißen Dampf verformt. Es macht immer noch das, was es soll. Ja, bloß, dass es halt nicht mehr so akkurat aussieht. Da war ich schon ganz schön begeistert. Und eine Anleitung war nicht, ist natürlich noch mit bei. Dann will ich demnächst so ein paar Fugen um Fenster rum, was vor meinem Einzug schon dreckig war, beziehungsweise verfärbt war, was ich nicht mal mit einer kleinen Zahnbürste und Schruppen und Chlorex und so weggekriegt habe. Hoffe ich, dass ich das damit wegkriege. Dann habe ich ein Tresor gekauft. Also das habe ich schon vorigen Monat, glaube ich, geholt. Und dann habe ich das geholt, so einen transportablen Tresor, Safe, wie man dazu sagen möchte. Ja. Der sieht so aus. Ich habe auch die Zahlenkombination schon geändert. Ist halt schlecht beschrieben, weil es alles nur Englisch ist, aber der kriegt man ganz leicht raus. Zeige ich euch auch gleich. Dann kann man das hier rausziehen hinten. So, dann hat man, ja, das ist der Draht, das sieht ein bisschen dünn aus. Aber ich glaube nicht, dass eine Badeanstalt jeder eine Zange mit bei hat. So,
das mal oben rausziehen. So. So, dann können wir das hier so aufmachen. Ja, dann könnt ihr reingucken. Und hier hinten, hier unten habt ihr, hier hinten, wartet, da unten. Also hier ist das Schloss und da unten drunter ist ein Pinöpel. Den müsst ihr drücken. Ich glaube, den seht ihr nicht. Der ist hier hinten. Da, wo mein Finger ist. Da hin. Da. Genau hier. Den müsst ihr drücken und rüberschieben und dann könnt ihr eine Zahlenkombination eingeben. Kommt, tut's mit dreimal die Null. Ich habe es natürlich geändert. Ist nicht mehr dreimal die Null. Dann macht ihr euer Handy, euer Portemonnaie hier rein. Dann das Ding hier. Oben rauf, dreht die Zahlen und dann ist, können wir hier nichts machen und hier ist auch zu. Es ist auch nur hartes Plaster, aber ich glaube nicht, dass man das so schnell unbemerkt kaputt kriegt. Also wenn der Inhalt kaputt machen will, dann muss er mit einem Hammer oder mit einem Stein draufschlagen und ich glaube nicht, dass in einer Badeanstalt das irgendjemanden verborgen bleiben würde, wenn man da auf sowas mit einem Stein oder einem Hammer rum Haut. So, jetzt muss ich erstmal wieder. So. Zahlen eingeben. So. Ich habe ein bisschen weit gedreht. Ach, falsche Zahl. Bin ich doof. Die da. Ja. So, und dann kann man das hier drauf drücken und dann kriegt man den Stift oben raus und dann kann man das aufmachen und kommt an sein Zeug wieder ran. So. Haben wir auch schon einmal benutzt. Wir waren ja schon mal baden. Ich habe es jetzt hier nur noch mal reingemacht. Ich habe den Karton extra aufgehoben, um euch das zu zeigen. Bei eBay habe ich mir geholt so einen Poké-Tracker. Ja, der, wenn ihr Pokémon Go spielt, das ist jetzt halt kein Originaler, das ist von einem Subunternehmer, also von einem anderen Anbieter. Aber ich muss sagen, echt, bin begeistert, das funktioniert richtig geil. Du kannst einstellen, ob er Pokémon fängt und welche Pokémon er fängt. Welche, die du schon hast oder welche, die du noch nicht hast. Du kannst Pokéstops automatisch drehen. Du kannst das für zwei Handys, also wenn du mit einem Kollegen unterwegs bist oder so, könnt ihr das beide gleichzeitig nutzen, um Pokémon zu fangen bzw. Pokéstops zu drehen. Ich benutze es in erster Linie, um Pokéstops zu drehen. Ich habe es aber jetzt, wo ich genug Pokébälle hatte, habe ich es auch mal benutzt beim Autofahren und habe gesagt, einfach nur, mach mal. Und hat er dann halt einen Haufen Pokémon gesammelt, weil es ja gerade dieser Stahl-Event. Morgen ist halt auch dann sind wieder viele Raids und so. Da will ich irgendwie auch, will ich auch noch dran teilnehmen. Entschuldigung. Und ja, da hatte ich dann alleine nur um Bonbons zu farmen. Ja, dann fängt er dann, mal fängt er nicht, mal haut's ab, mal fängt das. Und die kannst du dann verschicken und dann kriegst du ja Bonbons, dann kannst du die anderen weiterentwickeln. Aber in erster Linie nutze ich es, um Pokéstops zu drehen. Pokémon fange ich, wenn ich so rumlaufe. Aber wo ich langlaufe, sind halt wenig Pokéstops. Wenn ich hier hinten langlaufe. Und das ist halt echt doof. Und dann hast du wieder nicht genug Bälle und Geld will ich hier ins Ausgeben. Man kann ja im Shop auch Bälle kaufen. Ja, ich kann auch Pokémon in Arenen schicken und dann, wenn die nach 8 Stunden wiederkommen, habe ich auch 50 Gold. Aber kriegst du auch nur 50 Gold pro Tag. Ja, und dann kannst du ein bisschen sammeln, kannst du ein paar Tage sammeln, bis du dann mal die 200 zusammenkriegst, wenn sie nicht schon vorher rausgeschmissen werden von anderen aus der Arena. Ja, und so nutze ich das in erster Linie. Ich sag dann, ich habe im Handy halt auch nur an, dass er Pokémon sammelt. Ich habe hier alles an und da habe ich halt nur an Pokéstops drehen. Kann man hier natürlich auch separat an- und ausmachen. Aber immer wenn ihr durchgeklickt hat, machst du im Handy immer, zack, bumm, fertig, jetzt viel schneller. Ich habe den Energiesparmodus, man kann auch anzeigen lassen, wenn er hier ein Pokémon findet, dann steht hier auf dem Display was, aber da ich das immer in der Tasche habe und ja nicht angucke oder im Handschuhfach liegt oder irgendwo in der Seite im Auto liegt, interessiert mich das Display nicht. Der Akku hält ewig, wirklich ewig, also ich habe es jetzt nach etlichen Tagen, habe ich es endlich mal geschafft, dass er einen Akkustrich verloren hat. Habe es aber wieder geladen.
Ja, und dann kann ich da fahren und dann konzentriert er sich nur drauf, dass der Pokestops dreht. Und das funktioniert auch schneller, weil so hast du ein Pokémon, dann konzentriert er sich dadurch, dann fährst du an den Pokestops vorbei, ja, und dann hat er die nicht gedreht und das ist dann halt doof. Und so einfach nur Pokestop. Einfach nur sagen Pokestop und du fährst durch die Stadt, weil du mit Frau einkaufen musst und da sind dann 10, 15 Pokestops unterwegs. Dreht er alle und auf dem Rückweg genau das gleiche, dreht er die gleichen nochmal, bom, 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 bom. Und so kriegst du deine Pokebälle voll und halt auch die Sananabären und so was alle. So, dann hat Frauchen, weil auch im Angebot jetzt war beim Prime Day, ich hab zu viel davon von den Pokémon-Dingen gequatscht. Sorry. Wieder eine Folie hier gekauft. Seht ihr, das ist einfach nur Folie, so eine Rolle mit Folie und Maßband und Nadeln und dann halt auch noch so ein Streichwerkzeug. Ja. Warte mal, das machen wir mal. Das Maßband machen wir mal hier rein. Und das machen wir hier auch rein. Dann kann das alles viel besser. Geht nicht. Okay, müssen wir anders machen. Alles hier irgendwie, na, krieg ich hin. Na, klappt jetzt so. Wird sowieso ausgepackt. Das ist für Tapete, aber auch gleichzeitig, auch mit, nervt mich jetzt, dass ich das nicht wieder hinkriege hier. Das ist für Tapete, aber auch gleichzeitig für Möbel, Sofa und sowas alles, dass wenn die Katzen dran kratzen, halt nicht die Tapete oder das Möbelstück kaputt machen, sondern ja, das ist robust. Können sie sich daran ausleben. So, dann hat Frauchen bestellt. Oh, das ist aber schon ganz schön. Muss man dann nochmal schick machen. Einen Wunscherfüller. Den will sie verschenken. Gleich mal hier alles wieder bereitpacken, dass wir das gleich dann hochbringen können. Und dann hat sie gekauft. Also das mit meins ist schon durch. Ich habe jetzt nur noch die Sachen für Frauchen, die ich natürlich aber über mein Amazon gekauft habe. Wegen Prime Day und Rabatte und so was alles und gratis Versand, weil Frauchen hat halt kein Prime. Und dann hat sie mir dann gesagt, nee, den Wunscherfüller hat sie so gekauft. Der war nicht für Prime. Nee, doch. Doch. Aber das hier haben wir dann zusammen. Also hat sie mir links geschickt, die habe ich dann geholt. Das sind Geschenktüten. Dann Anhänger. Engelsflügel mit irgendwelchen Bällen dran und Karten. Und nochmal einzelne Tüten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also Karabiner-Anhänger. Ein bunter Ball. Ach, zwei bunte Bälle. Oben ein kleiner, oder? Warte mal, ich versuche mal eins auszupacken hier. Dass man das hier mal sehen kann. Ach nee, die sind alle in der Tüte drinne. Aber die kann man auch verschließen, super. Gut. Nehmen wir mal blau hier gleich. So, da habt ihr dann halt so einen Anhänger hier. Ah, so ein Karabiner. Und dann halt hier so einen kleinen Ball, dann Engelsflügel und nochmal einen großen Ball. Ja. Muss ich das hier nur noch zukriegen wieder? So. Und dann halt noch Karten mit dazu und nochmal extra Tütchen, dass du Karte und Engel halt in eine Tüte machen kannst. So, dann.
Ja, nochmal Karten oder Aufkleber? Ich habe keine Ahnung. Karten, Aufkleber, irgendwas, irgend sowas. Dann kleine Packungen mit Knete. Also wirklich, wirklich winzige Packungen mit Knete. Wirklich winzig. 15 mal. Ich weiß nicht, wie viel Gramm da sind. Von Play-Doh. Da steht nicht da, wie viel Gramm. Jeweils 15 mal Play-Doh-Knete. Das ist halt für den Abschied im Kindergarten. Ist das für die Kinder als Geschenk. Sollte es eigentlich sein. Aber der Kindergarten hat uns eröffnet. Also der Noch-Kindergarten. Dass das nicht erwünscht ist und nicht erlaubt ist, weil die sich mal wohl irgendwie in der Elternversammlung oder untereinander oder keine Ahnung, ich habe es vergessen, haben sie mir erklärt, darauf geeinigt haben, dass keine Einzelgeschenke. Also entweder so eine Feier ausrichten, da müssen wir dann morgen noch Zeug für holen, damit sie dann Montag Abschiedsfeier machen kann. Und ja. Das ist dann hinfällig. Ich weiß nicht, ob Frauchen das jetzt zurückschicken will oder für die Kleine nehmen will oder keine Ahnung oder für die neue Kita nehmen will. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls geht sie dann ab Mittwoch, also ab 1.8. in die neue Kita. Da freut sie sich schon sehr. Da ist sie total begeistert. Also das war ja auch nicht geplant, dass sie in die Kita geht. Eigentlich sind wir da ja nur hin, ehrlich gesagt, um Hallo zu sagen, weil ich diejenige, die da Kindergärtnerin ist und dann auch die Leitung übernehmen wird jetzt, deswegen macht sie gerade Schulung, kenne. Und Juna kennt sie auch, also meine Tochter ist Juna, für die, die nicht wissen. Und Juna kennt sie auch und die war auch mal in ihrem Kindergarten, wo sie Ausbildung gemacht hatte. Und dann hatten wir sie mal getroffen, was war denn, beim schwarzen Netto, beim roten Netto, bei Penny, bei Lidl. Oder bei meinem Werkstattmann? Nein. Ich glaube, bei Lidl haben wir sie getroffen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weil das schon auch schon wieder so lange her ist. Und da hat sie uns davon erzählt und können ja mal vorbeikommen und uns das mal angucken und so. Und Juna war total begeistert und ja. Dann sind wir halt mal hin und haben uns das angeguckt. Weil, wie gesagt, die Kita ist komplett neu. Ganz neu. Die ist wirklich komplett jetzt vor kurzem erst hier gegründet worden und die ist komplett neu. Und dann sind wir da eigentlich hin, um uns das mal anzugucken und zu sagen, wie es aussieht und Hallo zu sagen. Und ist eine relativ kleine Kita und so. Ja, und dann war die Kleine so begeistert, weil halt nicht so viele Kinder sind und nicht so viel Schrei ist und weil es ruhiger ist, weil sie kommt mit vielen Geräuschen und wenn es so ständig Lärm ist und so, kommt sie nicht so klar. Die hat halt die Reize nicht so filtern. Oder eigentlich gar nicht. Ja. Und dann hat Frauchen gesagt, und hat sie abends schon gesagt, irgendwie, dass sie in den Kindergarten will. Und dann hat Frauchen gesagt, also erst haben wir halt aufgeschoben eine Weile und haben gesagt, nee, du hast doch. Und dann hat Frauchen gesagt, oh, komm, wenn sie will. Und er hat gesagt, naja, wenn sie will. Und wenn es gut für sie ist, warum nicht? Und dann haben wir gesagt, naja. Und haben die Papiere geholt, ausgefüllt und den alten Kindergarten gekündigt. Und jetzt geht es halt in den neuen, ab 1.8. So, aber nichtsdestotrotz, ist so ein super Kindergarten. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke mal, Juna wird es auch gut gefallen, weil es halt sehr, sehr klein und sehr ruhig ist. Und viele Erzieher für wenig Kinder. So. Mal gucken. Ich werde euch berichten. So, habe ich denn noch was? Ne, Assassin's Creed habe ich mir vorbestellt. Das wisst ihr ja schon. Das habe ich ja im Stream schon gesagt. Aber es ist nicht erwiesen, dass ich es auch hundertprozentig kaufen werde. Weil die Fahnen bei der Figur, die sind nicht richtig. Also da ist mir ein bisschen was aufgefallen und ich weiß nicht, Ubisoft hat die letzten Assassin's Creed da alle verkackt. Außer Mirage. Mirage war wieder gut.
Aber jetzt auch die japanische Community ist da ja auch aufgebracht, weil da einige Fehler im Trailer sind und im Spiel sind. Und ich weiß nicht, ob Ubisoft da jetzt dann auch was Vernünftiges zaubern wird. Ich habe erstmal auf Proforma, habe ich mir die große Edition bestellt für 179 plus 5,18 € Gebühr, 184 € noch was bei Amazon. Vorbestellt. Ich kann jederzeit noch stornieren. Ich habe sie nur vorbestellt, weil nicht, dass es mir wie geht wie bei der Regala Edition von Horizon oder bei God of War Ragnarök, wo dann mit dem Thor-Hammer und so, wo das dann alles ausverkauft war, wenn man nicht rechtzeitig gekauft hat. Deswegen habe ich es erstmal vorbestellt. Umentscheiden kann man sich immer noch, habe ich gedacht. Und ich spare jetzt bis dahin. Und wenn ich es halt nicht schaffe, bis dahin das Geld zusammenzusparen, wird es abbestellt. Storniert. Fertig. Weil das ist ja natürlich auch kein Pappenspiel. Die Figur sollte rein theoretisch, wenn ich die noch ein bisschen enger mache, sollte die da oben noch hinpassen. Und dann wird das knapp. Also entweder kein Assassin's Creed mehr kaufen, weil sie das weiter verkacken. Oder ich muss die anderen Regale dann ausmisten und die Totenköpfe woanders hin und dann zu God of War und Watch Dogs dann die Assassin's Creed-Figuren packen. Oder ich muss einen anderen Regal da lang machen. Mal gucken. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, was wir haben. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich so lasse. Erstmal muss ich halt gucken, ob ich das Geld zusammengespart bekomme in der Zeit. Und dann bin ich mir auch noch nicht so sicher, weil Valhalla schon sehr enttäuscht war. Ich habe ja die DLC schon nicht mal mehr gespielt, obwohl ich sie bezahlt habe. Hat ja den Season Pass alle drin. Ich hatte ja die große Version, weil die Story wie zäh wie ein Kaugummi war. Und jetzt ist es mit dem farbigen Samurai, das ist halt nicht alles so hundertprozentig. Und ach, ich weiß nicht, und da jetzt auch wieder eine Frau, jetzt nur auf Krampf eine Frau mit drin machen, damit sie sagen können, wir sind doch divers und wir haben eine Frau mit drin, wo sie davor immer verkackt haben. Ich weiß nicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn eine weibliche Assassinin zu spielen. Ich habe ja auch hier Liberation gespielt und so. Aber sowas auf Krampf zu machen, ich weiß nicht. Also ich bin da halt noch nicht so angetan von. Ich muss mal gucken. Kommen ja noch andere Spiele raus. Hoffentlich bald vernünftig mal wieder. Astrobots. Astrobots kommt noch. Das werde ich mir bestimmt auch noch kaufen. Definitiv, weil die anderen Spiele waren alle total geil gemacht. Ich habe auch die VR, das VR-Astrobots gespielt, wo ich das VR eine Weile hatte. Mit Frauchen so ja zusammen. Das war richtig schön. Also, das war richtig super gemacht und süß gemacht. Das war echt ein schönes Spiel. Aber auch die Gratis-Sachen bei der PS4 und PS5, die waren richtig toll. Und da freue ich mich schon drauf auf das Neue. Da sollen ja richtig viele Easter Eggs mit bei sein und so. Da freue ich mich mega drauf. Das wird toll. Das wäre auch Let's Playen, definitiv. Weil momentan ist so ich habe immer nicht so viel Zeit. Bist dann abends durch das Wetter auch K.O. Dann machst du halt nur eine Runde COD. Ein bisschen in eine Zone, ein bisschen Zombies schnetzeln, Tagesmissionen, Punkte farmen und so. Und dann gehst du wieder raus und gehst ins Bett. Da hast du ja keine Zeit, um Story-lastiges Game zu spielen. Aber ich hoffe, dass es bis dahin dann wieder etwas ruhiger wird und dass wir das dann schon hinkriegen. Aber nichtsdestotrotz, ich quatsche wieder viel, viel zu viel. Ich musste dir jetzt noch alles rendern, schneiden, hast nicht gesehen, damit ich das dann Sonntag für euch online schalten kann, hier dieses Video. Und heute Abend will ich ja Hangout machen. Bis dahin muss dann alles fertig sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.